uns um die Verstopfung. Ja, ich habe unsere schlauesten Köpfe zum Rohr geschickt und sie sitzen fest. Geschafft! Die Hydraulik funktioniert wieder. Problem behoben. Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Bohren wir endlich nach Phasenquarz. Fast da. Bohrer benutzen, Phasenquarz bergen, Dimensionator reparieren. Falls ich keine Chance mehr bekomme, das zu sagen, danke. Werd jetzt nicht rührselig, Bolts. Wir sind noch... Sieh an, die Männergang ist zurück. Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren's bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Spring zur Seite! Ich frage mich ständig... Was? Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren's bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Ich frage mich ständig... Was? Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren's bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Da geht's nirgends hin! Ich frage mich ständig... Was? Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren's bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Da geht's nirgends hin! Kommen dem Hauptbohrer rasant näher. Wow! Ich wollte schon immer einen Bohrer bedienen, der 100-mal größer ist als ich. Wirklich? Das ist sehr spezifisch. Spezifische Ziele sind erreichbar. Tolle Neuigkeiten. Ich habe die Nachricht entschlüsselt. Hör zu. Endlich anfangen. Hör zu. Nicht den Bohrer einschalten. Die Spalten haben ihn beschädigt. Der Bohrer hat unser Blizzard zerstört. Was? Wir haben ihn gerade eingeschaltet. Entdeckung! Abriegelung aktiviert. Vielleicht klappt eine Fernabschaltung. Ich dachte, du magst große Maschinen. Guck, meine Meinung geändert. Bis zum nächsten Mal. Aufgerüstet.
in dem Bohrerstahl. Ich schlage es mit dem Hammer raus. Bitte passt auf. Wir müssen schnell in die andere Dimension zurück. Nicht jetzt, Jim. Jetzt hätte ich gern einen Trauerlaut. Das hat mir nicht gefallen. Wie es. Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber die Mords haben mir immer Legenden von jemandem auf Torin 4 erzählt. Dem Flicker. Wenn's kaputt ist, der Flicker kann's flicken. Dann schlage ich vor, wir finden heraus, ob die Legenden wahr sind. Unglaublich, wir haben Blizzard gerettet. Wie wär's, wenn wir das Phasenquarz reparieren und das Universum retten? Okay, Bolts, suchen wir den Flicker. Wenn du recht hast und der Flicker das Phasenquarz reparieren kann, dann gelingt uns das Unmögliche. Die Mords haben so von ihm geschwärmt. Und glaub mir, sie sind furchtbare Lügner.
Dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance, die Dimensionen zu retten. Ich hoffe, Ratchet findet diesen Propheten bald. Startklar! Los geht's! Wenigstens wird das hier eine unkomplizierte Mission. Ich kenne ja deine Dimension nicht, aber hier läuft nie irgendwas nach Plan. Improvisieren lernt man hier lieber ganz schnell. Ich besitze auch Improvisationstalent. Tja, kann kaum erwarten, das zu sehen. Reparieren wir das Phasenquarz. Hoffentlich ist der Flicker so gut, wie die Mords behaupten. Ja. Hoffe ich auch. Die Brücke scheint außer Betrieb zu sein. Bestimmt ein Überfall. Meistens ziehen solche Orte Banditen magisch an. Oder Piraten. Verzeihung. Weiß hier jemand, wo wir den Flicker finden? Ich schätze, Sie sind vorsichtig. Nein. Ich muss mich vor dem nächsten Überfall verbarrikadieren. Haha! Wo? Der Todeshandschuh ist jetzt verfügbar. Muss ich mehr sagen? Dafür wirst du bald wiederkommen. Die ist wirklich sehr beliebt. Neue Touristen? Oh, willkommen auf dem Juwel unserer Galaxie. Bitte seid willkommen. Wusstet ihr, dass Molonot auf Schrottisch Paradies heißt? Hm. Ist der Flicker auf diesem Planeten? Das ist er definitiv. Toller Typ, der Beste und Single, falls einer von euch interessiert ist. Hm.
Man sagte uns, er könne Phasenquarz flicken. Phasenquarz, Blasenquarz, jedes Quarz, einfach alles! Aber, wir hatten Ärger mit Piraten und er sollte helfen, weil er, naja, so groß ist. Aber nach ein paar Tagen voller Kämpfe ging er einfach kaputt. Vielleicht können wir ihn reparieren. Ihr seht aus, als schafft ihr das in einer Molonot-Minute. Aber der Weg zu ihm wurde beim Piratenangriff zerstört, also braucht ihr einen Schleuderschuss. Oh, und ich habe einen in den Schmelzgruben davon gesehen. Glückspilz. Also, wenn das hier vorbei ist, gehen du und Ratchet in die Lombax-Dimension? Möglich ist es, aber Ratchet ist unsicher. Vielleicht hat er Angst, dass... Moment, Angst? Wieso Angst? Es ist kompliziert. Ha, tja, hey, wenn er nicht gehen will, komme ich mit. Jenseits der Schlucht sind die Schmelzgruben. Aber da kommen wir nicht hin. Ha, jetzt wird improvisiert. Schuss bringt uns über diese Kluft? Die ist riesig! Ja, mir gefällt der Name auch nicht. Aber wir müssen uns eins in den Schmelzgruben suchen. Schrott im Anflug! Wir müssen springen! Da kommt noch mehr! In einer Schmelzgrube würde ich einen Schleuderschuss nicht erwarten. Ich vermute, das hat etwas mit der jüngsten Rückrufaktion zu tun. Irgendwas wegen gebrochener Rückgrate? Oh, je. Lässig! Da ist ein Spalt! Der war recht gut sehr beeindruckend. Es nimmt kein Ende. Da kommt ein Sprung. Oh je. Dieses Schienensystem erscheint mir überaus gefährlich. Einfach festhalten. Es führt direkt zu den Schmelzgruben. Ich habe Angst, wir landen in einer Schmelzgrube. Kanone.
kommt ein Sprung! Oh je! Dieses Schienensystem erscheint mir überaus gefährlich. Einfach festhalten! Es führt direkt zu den Schmelzgruben. Ich habe Angst, wir landen in einer Schmelzgrube. Geschafft! Jetzt plündern wir los, die Zerstörung wird groß, denn das Ende des Flickers ist da! Seht her, Matrosen, ein nützliches Ding! Mir schwant, es könnte die Lösung bringen! So hat das Schicksal uns also wieder vereint! Ma petit, Rivet! Das Schicksal liebt es wohl, dir in den Hintern zu treten! Aha! Uhu! Piratenkumpane, Angriff! Oh je! Die Piraten plündern Schrott. Sie dürfen den Schleuderschutz nicht bekommen. Vielleicht sollten wir diese Anhöhe hier nutzen. Gute Idee. Schilde? Da müssen wir wohl kreativ werden. Du hättest den Flieger sehen sollen. Hast du ihn totgequatscht, oder was? Das würde ich mir gerne anrechnen, aber nein. Der Grund für seine Gebrochenheit ist mir ein Rätsel. Doch ich genieße seine Abwesenheit. Schleuderschuss. Den Schleuderschuss. Jetzt nur noch die Kluft voller Piraten überwinden und den Flicker finden. Not fast nur aus Schrott besteht. Was suchen Sie dann hier? Ein Schrottplanet ist ideal, um Schätze zu finden. Noch mehr?
Wie viele Piraten hat Pierre? Vielleicht hilft der Flicker, sie zu beseitigen. Zurecht. Wir gehen von Bord. Vorschlag angenommen. Nicht schlecht, Boots. Von Piraten habe ich aber erstmal genug. Wie?
Wir können den Schleuderschuss jetzt benutzen. Wenn du es bei Miss Turcon kaufst, ist es Qualität. Mehr Power ist immer eine gute Sache. Dass der Flicker ein Riesenroboter ist, hatte ich nicht erwartet. Wenn er nicht gegen Piraten kämpft, ist er ja vielleicht ein sanfter Riesen. Untypisch für Riesenroboter, aber warten wir es ab. Oh, das wird ein Spaß! Dimensionsfalte. Was meinst du? Könnte Spaß machen. Wenn es denn sein muss?